Kohle oder denkst du, wir sollten bei der Hitzeentwicklung? Mach du mal, wie du das denkst. Ich mach das mal, wie ich denke, genau. Okay. Ich kenne es von früher noch nur unter der Kohle aus Anfangszeiten. Wobei ich sagen muss, ich habe vielleicht sechs oder sieben Mal geraucht. Ich habe da so ein Forum im Internet entdeckt, ja. Da können wir auch nachlesen. Ja. Oh ja, komm, da lesen wir mal. Da soll auch so ein komischer Kerl Reviews machen, habe ich gehört. Richtig. Der soll ein bisschen Ahnung haben, was ich ja nicht so glaube. Aber sollt ihr euch vielleicht mal angucken, auch auf YouTube. Entweder mal bei Duo oder Stasi-Hasi mal eingeben. Ne? Fragt mich nicht, wo dieser Name herkommt. Ich werde es euch nicht verraten. Ja, ich denke, die Lochung ist gut so. Sehr gut, ja. Da wir ja hier Arbeitsteilung machen, darfst du jetzt die Kohle anzünden. Wir rauchen übrigens in einer Aladdin-Shisha. Die gar nicht so schlecht sind wie ihr Ruf. So, ich gebe das kurz mal an dich weiter. Ja. Wie du hörst, hat es geklingelt bei uns. Ja. Ich schau kurz mal, wer das ist. Und, na gut. Ja. Ich komme sofort wieder. So, da sind wir wieder. Ihr wisst ja, Geschäft geht vor. So. Na, schmeckt der hier, der deutsche Star, was? Sehr lecker. Gell? Ja. Also ich habe noch nicht den Original. Ich kann nicht sagen, wie der schmeckt. Also originalen Starbucks schon, aber nicht den originalen Code 69. Ja, den Code 69, den habe ich ja auch vorher noch nie geraucht. Mhm. Kannte Apple Martini. Mhm. Ich glaube Strawberry Daiquiri, dass man so die Sorten hat. Wie gesagt, wir hatten früher öfter mal aus Polen von den polnischen Starbucks Sorten. Aber zu den 27 Sorten, die jetzt verfügbar sind momentan, kommen ja auch noch die restlichen hinzu. Ja. Also auch die neuen, zum Beispiel Melon Blue, glaube ich, oder Honey Melon Blue. Honey Melon Dew, glaube ich, ist der. Blue, ich weiß gar nicht. Melon Blue. Ja, ich habe auch schon gesehen mit Freunden. Die neuen Ami-Marken. Ja. Sowas ist auch da. Ja, das ist ja schön. Carbopol übrigens auch kein Eigengeschmack. Ich habe vorhin schon scherzhaft gesagt, ich brauche kein Review mehr über die Kohle zu machen. Der ist auf jeden Fall super. Zu lassen, hat einen guten Geschmack. Ja, das Aroma kommt gut durch. Ja. Ist eigentlich wie beim Original, so wie ich es mir beim Original Starbucks eigentlich auch vorstelle. Gut, genug geschwafelt über den Tabak. Der wird sicherlich in dem einen oder anderen deutschen Wohn- oder Jugendzimmer oder wie auch immer ausprobiert werden. Ja, kommen wir zurück zu eurem Laden, Rauchzauber. Im Anfang ja eigentlich nicht so der Hammer. War zwar ein Laden im Rhein-Main-Gebiet, aber vom Ruf her, sag ich mal, wart ihr da so ein bisschen hinten an, oder? Ja, also es ist, den Shop habe ich ja immer als Nebenjob betrieben auch. Ja. Mhm. Und mache das schon seit 3 Jahren, habe auch denkmal im Start sehr viel gemacht auch dafür. Der Laden ist sehr gut angelaufen auch, muss man sagen. Kundenkreis aufbauen können. Und in der Zeit wurde das alles sehr viel, halt eben als Nebenjob. Der Support hat nicht gestimmt, die Lieferzeiten, das hat alles nicht hingehauen. Du kennst selbst die Lieferfähigkeit auch von den ganzen Händlern, hat auch damit zu tun. Wir hatten auch kein eigenes Lager bis dahin, halt haben uns untergemietet, wo auch, ja, hier mit in Wiesbaden. Das hatte natürlich Vorteile, aber auch entsprechend alles hat Vor- und Nachteile. Jetzt nach 3 Jahren einfach die Entscheidung ist gefallen, okay, ich mache es als Vollzeitjob, ist mein Ding, ist mein Job, ist mein Baby, habe ich hochgezogen und entsprechend, ja, gehen wir natürlich damit auch um. Haben auch irgendwie aus der schlechten Zeit natürlich immer negative Sachen mit, ist ganz klar halt, aber wir haben auch allen gesagt, also es gab nie irgendeinen Kunden, der bei uns irgendwie nicht zu seiner Sache gekommen ist, also wir haben alle Kunden immer gut bedient und wenn irgendwie jemand Fragen zu seiner Bestellung hat, kann er das jederzeit mit uns klären. Das ist gar kein Problem. Ja, war ja jetzt auch bei Shisha-Freunden ein aktuelles Thema, dass ihr wieder Lieferschwierigkeiten hättet, aber ich denke, das ist ganz normal, wie wir vorhin schon gesagt haben, die Weihnachtszeit. Die Richtig. Leute sind kauffreudig, sie wollen sich eine Shisha zulegen oder verschenken. Ja. Und man sieht hier auch im Hintergrund, ich weiß nicht, ja, so ein bisschen sieht man es da hinten am Rand, ganze Menge, Stapel von Paketen, die heute noch rausgehen. Ja, na? Da können sich einige freuen. Ja. Ja, wir lesen mal ein paar Namen und Adressen vor. Nein, natürlich nicht. Das wäre schon Datenschutz, das dürfen wir nicht.
Aber wenn ich einen davon kenne, dann nehme ich das Paket an mich. Aber ihr dürft jetzt nicht glauben, wenn ihr morgen ins Kolonial kommt, dass ich die ganzen Pakete in meinen Kofferraum stecke und für euch mitnehme. Das mache ich nicht. Wieder Versand sparen und sowas, ja. Ja, also ich bin auch positiv überrascht, wie schon gesagt, bei der Eröffnung auch. Bist ein Hat's netter dir Kerl, du gefallen? kanntest mich gar nicht, das fand ich gut. Weil da Mhm, konnte man mal so ein bisschen einfach so nachfragen und auch mal so ein bisschen als ganz normaler User auftreten. ja. Ja, klar. Und Hast du gut nee, gemacht, Inkognito, ja? ja. Gut gemacht, Inkognito. Ja, aber es war gut und du hast. Also ich bin hier reingekommen, ich habe mich gefühlt wie ein Stammkunde eigentlich. Ja. Gleich setz dich hin, hast uns eine Shisha angeboten. Und damals mit dem Daffy Doc noch. Und ja, also ich bin begeistert. Außerdem, was ihr leistet auf so kleinem Raum. Aber wie du schon gesagt hast, ihr seid in der Nähe von Aladdin. Ihr nutzt praktisch das große Lager mit sozusagen. Könnt Genau. euch jederzeit auch eindecken mit allem, was Richtig. ihr braucht. Genau, können sehr leicht die Sachen Ja. abgleisen halt und die wichtigsten Sachen haben wir natürlich immer hier. Ja, das ist ganz gut. Ja. Das Ja. Sortiment haben wir sehr stark erweitert jetzt auch in der letzten Zeit und kommen auch noch einige neue Sachen auch mit rein. NPS wird auch wieder lieferbar sein, hast Ab du gehört? Januar, ab voraussichtlich, also das ist ein genauer Termin. Ja. Man will ja jetzt nicht irgendwie versprechen. Wir wissen, wann sie kommen, wir wissen genau, wann sie kommen, dass sie auch kommen und sie kommen auch in unbegrenzter Stückzahl, sage ich mal, unbegrenzt. Heißt, ja, wird dann auf jeden Fall bis zur nächsten Lieferung wird's keine Lieferschwierigkeiten geben. Ja. Außer jeder hat vor, sich 3 NPS zuzulegen, dann könnte es natürlich irgendwie mal Probleme geben. Naja, gut. Ich werde Soll sicherlich nicht dazu gehören, uns nicht stören. Nein, aber es ist wie gesagt, also ich denke, die hat sich sehr gut durchgesetzt, auch die Pfeife ist auch ein sehr schönes Modell auch und auf jeden Fall ab 5. Januar wieder alle Modelle verfügbar auch und neue Gläser, neue Glasvarianten und wir planen auch selbst von der NPS eine Sonderedition rauszubringen Für Rauchzauber dann für die. Rauchzauber, genau, Finde ich gut. Auch verschiedene eure Gläser. Weihnachtsaktion, die ihr jetzt gemacht habt, ich glaube versandkostenfrei. Versandkostenfreiheit bis zum 24.12. So, läuft auch immer noch, ja. Könnt ihr bestellen bei uns, ja. Nur die Zahlartgebühr fällt an, wenn ihr per Nachname bestellt. Ansonsten die 3,90 € Versandkosten entfallen komplett. Bis zum 24.12. noch diesen Monat. Gut. Sonst noch irgendwelche Neuigkeiten, die nicht zu Ja, wie teilen gesagt, wir haben waren? jetzt Alvara reinbekommen. Star Wars ist heute gekommen. Alfaque ist jetzt schon auch länger da, läuft auch sehr gut. Ist ein super Tabak. Ja. Bisan 100 Gramm haben wir wieder reinbekommen. Tobacco wird es in 10 Tagen wieder geben. Wird auch sehr oft gefragt. Ja. Ansonsten tut sich ständig was, immer einfach mal den Online-Shop im Auge behalten. Also sind auch ständig mal hier und da Gewinnspiele, Gutscheine, die rausgehen auch. Ja. Finde ich auch gut, finde ich wichtig. Ist immer so, ich sage immer ganz gerne, ich will jetzt hier nicht für einen anderen Job werben, aber Smoking Shisha, der hat ja eigentlich mit diesen Aktionen so angefangen. Schönen Gruß an dich, Michi. Ja, danke auch von mir, Micha. Ja, immer gut. Ja. Der hat auch damit angefangen und ich finde das auch gut, wenn die Leute das kopieren und sich da auch so ein bisschen etablieren. Also ich muss sagen, in dem, was ich vorher von euch gehört habe und was ich auch so mitgekriegt habe in der Shisha-Szene, naja, Rauchzauber Naja, geht so klar. vom Shop her, aber mittlerweile, ihr habt euch echt gemacht. Du kennst das ja, ist der Ruf erst ruiniert, lebt sich dann ganz ungeniert. Ja, Aber genau, so muss es auch sein. wir sind auch ganz einfache, sage ich mal, ganz einfache Menschen. Ja, wir schauen auch, dass wir Kundenzufriedenheit eigentlich an vorderster Stelle steht. Manchmal ist man ein bisschen überfordert, natürlich auch in Zeiten wie jetzt, in Weihnachten, aber eigentlich bringt uns das auch nicht aus der Ruhe. Also, Ja, ich habe ja gesehen, so der Support läuft ja auch ganz gut. Auch wenn du wenn du heute alleine bist, ich habe es nicht gewusst, sonst wäre ich vielleicht an einem anderen Tag gekommen, ich freue mich trotzdem. Ja. Freue mich trotzdem, klar. ist in Ordnung. Gut, das war's dann eigentlich, sage ich, heute von Rauchzauber. Ist ein guter Shop. Ich habe einen sehr guten Eindruck. Ich sage das jetzt nur, weil der droht mich da unten mit der Waffe. Er sieht den Namen nämlich nicht. Nein, ist wirklich ein guter Shop. Also die Abrechnung machen wir gleich Ja, ja, da. ja. Ich werde hier mit zwei Koffern Geld rausgehen, nur weil so Werbevideos sind ja teuer. Nein. Wie gesagt, es ist eine gute Sache hier. Ich bin begeistert. Es ist auch ein schöner Shop bei mir in der Nähe, wo ich dann noch mal hinfahren kann. Ich habe von meinem Wohnort aus, habe da ja am Anfang auch die Fahrt hierher so ein bisschen sehen können durch Eis und Schnee, habe ich eine halbe Stunde. Das ist also wirklich sehr zentral hier in Hessen gelegen.
Ich denke auch für die Frankfurter gut zu erreichen. Wiesbaden ist gut. Wir haben zwei Parkplätze hier vor der Haustür auch unmittelbar. Kann man sich draufstellen, kann man. Wo heute ein Möbeltransporter davor stand. Ja, richtig. Ja, wir haben es denen gesagt, ist okay. Ja, ja. Also ich denke, es ist ganz gut, ist gut zu erreichen. Man wird immer nett empfangen. Jetzt habe ich den Namen des Foren-Users vergessen, von sexy-shisha.de, hubbeldubbel. Das war der Dubbelwupp, glaube ich. Oder Dubbelwupp, genau, der Dubbelwupp. Dich möchten wir grüßen. Hast du eben hier unten eingekauft, ne? Viel Spaß mit deinem Tabak. Vielen Dank für deinen Einkauf. Ja, viel Spaß mit deinem Tabak. Gut, dann machen wir hier mal Schluss. Wir rauchen hier noch ein bisschen weiter. Wünschen euch. Halten noch ein bisschen. Alles klar. Du wolltest noch schöne Weihnachten wünschen? Genau, richtig. Wir wünschen euch noch eine schöne Vorweihnachtszeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Genau, auch von meiner Seite aus in diesen Videos. In diesem Video, weil in den anderen werde ich es vergessen. Weil ich habe so viel um die Ohren zurzeit. Naja, ihr wisst ja selbst. Okay, bis dahin. Haut rein, euer Gadur.